So, der Ronny meldet sich mal wieder zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal und keine Sorge, ich habe meinen YouTube-Channel nicht vergessen, beziehungsweise ich habe euch treuen Abonnenten nicht vergessen und deshalb habe ich es mir als Anliegen gemacht, diesen heutigen Tag mit hineinzunehmen oder euch mit hineinzunehmen in diesem Vlog, denn heute wird es richtig interessant. Mein erstes Semester als Modedesigner oder als angehender Modedesigner neigt sich dem Ende zu und folglich wird das Ganze noch schön abgerundet mit einem mit einer Fashion Show in Düsseldorf, wo natürlich auch ich das Privileg habe, dass mein Projekt laufen darf. Und ich werde euch damit ein bisschen hineinnehmen, wie das Ganze so ein bisschen aussieht. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Und ich bin auch vor allen Dingen gespannt auf eure Rückmeldung, weil viele von euch haben nachgefragt, wie das Ganze so von der Fashion Show aussieht, ob ich da euch mit hineinnehmen kann. Und genau das versuche ich zu erfüllen. Von daher, bis gleich. So, jetzt sind wir mal auf gutem Wege zum Friseur. Machen uns die Haare frisch. Ganz, ganz wichtiger Tag heute. Muss man fresh aussehen. Fadel, bester Friseur. So, dann haben wir jetzt den Gang zum Friseur vollendet. Die Seiten sehen wieder fresh aus. Nächster Stop, ready machen für die Fashion Show, beziehungsweise die Sachen entsprechend ins Auto einladen. Und deshalb bin ich jetzt gerade voll am Vollgas geben, weil noch einiges ansteht. Bis gleich. Und dann wollte ich das Outfit finishen mit zwei verschiedenen Schuhen. Und zwar, die Hose ist halt so gerade weit geschnitten, nicht zu weit, aber halt weit. Ja. Und ich wollte das finishen mit Prada Loafers, diese Lack. Ja. Oder ich wollte die finishen mit den normalen Rickies, diese High-Top-Sneaker. Ja, ja. Boah. Weil ich wollte colormäßig jetzt auch nicht zu viel brechen, unten rum. Das ist jetzt schwierig, weil wenn du zum Beispiel das Outfit ohne den Rock, hätte ich gesagt, save the Loafer. Aber durch den Rock würde ich vielleicht sogar sagen, eher die Ricks. Okay. Glaube ich. So, wir haben uns jetzt ready gemacht. Ein Outfit für eine Fashion Show. Hut von keine Ahnung. Wir tragen einen Anzug. Den sieht man nicht ganz, weil das Ganze mit einem Rock überdeckt. Wir tragen einen Anzug von Boohoo Man, diesem schönen Print, sehr, sehr heavy material. Zudem trage ich ein so Knitwear, sage ich mal eher, was so Löcher hat, was ziemlich nice ist zum Layern mit einem weißen Hemd, ganz dezent. Ein paar Details, Accessoires und so weiter. Und dieses Schwarz-Weiß wird unten aufgegriffen mit den Rick Owens von der Main Collection, die High Top. Und die Hose nochmal zu layern und das Schwarz aufzugreifen, habe ich hier einen Wickelrock von Zara an. Aus der Damenabteilung. Ja, alles in allem würde ich sagen, wir können jetzt direkt losfahren und wir sehen uns gleich für die Vorbereitung zur Fashion Show. Kennt, ne? Ja, ja. Ja,
Weißt du, also gut, wir sind ja auch relativ früh dran, so ist jetzt manchmal. Ich gehe nochmal zum Auto, ja, weil ich muss noch die anderen zwei Parts holen. Aber die Frage ist, ist das denn hier, wo wir die Sachen lagern? Also, oder ich habe mit Luna gerade geredet. Die hat gefragt, wann ich dran bin. Ist so relativ am Ende. Die hat dann gemeint, so, ich soll es einfach hier hinlegen. Einfach hier hinlegen? Ja, ja. Also, ich schätze mal, das muss mehr oder weniger. Hier ist dieser Laufsteg, ne? Wollt ihr was essen, Jungs? Nein, alles gut, danke, danke. Bro, wie war bei euch Schnitttechnik? Klausur? Ja, ja. War gut, Bro. Viele haben Einsen gekoppt. Ja, wir auch. Weil er kein Lieker war. Ich hab jedem gesagt, und am Ende muss ich nachschreiben, weil ich alles verkehrt habe. Alles. Ja, genau. Ja, zurück. Orga Team Don. Was geht? Alina, Svenja. Hallo. Hinter der Kamera ist der Ronny. Ronny ist der Professional. So, ich sag euch, wie es ist. Heute ist the day of the day. Wir sind alle etwas aufgeregt. Aber wir haben Bock. Wir sind alle heiß. Hier ist einmal ein höheres Messer zu sehen. Ja. Das ist ein Model, hier einmal ein Model. Ich will mich hier am Rauchen sehen, wa? So langsam sind wir ready. Machen uns ready für die Fashion Show. Hier haben wir die ganzen Fits. Auch der Fit ist wild. Einfach nur crazy. Ich bin auf Model kommt so geil mit den Tattoos, Digga. Wirklich richtig wie auf dem Style packen. Der Fit kommt anders hart. So, und jetzt auf geht's zur Backstage Area, um direkt durchzustarten. Hier ist die Helena. Ganz, ganz aufgeregt auf dem Wege. Mein Model sieht toll aus. Super, das freut mich. Welche Nummer bist du? 20. Oh, aber wir sind 22. Ich glaube, das habe ich schon verstanden. Ach, sorry. Ja, ja. Ich habe gerade hier nochmal rumgemacht. Sieht man gar nicht. Wegen dem Licht, ich glaube, musst du ein bisschen näher ran. Zu dunkel, Digga. Wie geil warst du so vlogmäßig? Ja, Bro. Sehr, sehr geil. Hi. Kannst du dir das stimmen? Yes, Bro. Schüchtern. Backstage. Die Boys sind ready. Hast du deine Buche? Ja. Ich hab die extra zur Seite. Alle warten gespannt. Auf dem Fernseher so. Ist das ein Bild? Ja. Nee, das ist ein Video. Da ist jemand richtig motiviert. Aber wilder Fit. Hast du es selber gemacht? Das habe ich von meiner Cousine bekommen. Guck mal, ich habe das hier noch enger genäht und kürzer. Der kommt so hart, ne? Harter Fit. Ey. Würde die Farbe genauso rocken. Und angespannt. Angespannt ist. Hast du dein Model schon angezogen und da musst du warten? Ich warte auf Model, die ab. Die ist die 20. Nee, 12. Die kommt raus und dann habe ich bis 45 Zeit, sie anzukleiden. Ja, ist entspannt. Hier ich, unten? Ich überlege. Mach hier unten. Da links, ja, höheres ja. Semester, weil ja. Ich habe. Thank you.
Meine Lieben, Fashion Show ist done und ich freue mich, dass der Abend auch irgendwo wieder sich dem Ende geneigt hat. Ich muss echt sagen, die Fashion Show war sehr, sehr nice und man konnte jetzt auch nicht alles im Detail bei diesem Vlog festhalten, wie ihr schon sehr wahrscheinlich gemerkt habt, denn vor allen Dingen, ich war im Backstage unterwegs und durfte dann auch nochmal mein Model ankleiden beim entsprechenden Projekt, was ich vorgesehen habe, und das war dann schon recht stressig, vor allen Dingen für einen, der jetzt das erste Mal in so einer Fashion Show teilgenommen hat. Und ich denke, da ist auch etwas mehr Aufregung mit dem Spiel, aber ich kann echt nur sagen, der Abend war ziemlich cool auch zu sehen. So viele Monate, wo man an einem Projekt gearbeitet hat, was im Endeffekt dann jetzt auf dem Runway zu sehen ist, ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und vor allen Dingen motiviert das Ganze nochmal viel, viel mehr Gas zu geben in den höheren Semestern, die auf uns zukommen und so weiter und so fort. Ja, alles in allem hoffe ich euch, dass das Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal gerne ein Abo dalässt, dem Video einen Like dalässt und die Glocke aktiviert, damit ihr auch immer wieder auf den neuesten Stand seid, was meine Videos betreffen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.